Wenn man irgendwas sieht, wenn man einen visuellen Eindruck hat, sucht man sofort nach bekannten Mustern. Ein Primat ist dann zufrieden, wenn es nicht der Säbelzahntiger ist. Der ist dann irgendwie zu sehen und dann ist schon Schluss. Aber der Homo sapiens fragt natürlich weiter. Meistens wo, was, wie. Und man schaut gleich am Titel, aha, Hopfenfeld. Ich sehe kein Hopfen, ich sehe kein Feld, ich sehe Linien. Geraden, die aus dem Bild konvergierend rauslaufen. Ich sehe Strecken, die Rhythmen bilden, die kleiner und größer werden. Bei dem Bild, das emanzipiert sich sogar von der Technik. Wie ich das erste Mal die Ausstellung gehabt habe von Herrn Hermann, haben die Leute gesagt, ist das ein Foto? Eine berechtigte Frage. Das kann genauso eine Kaltnadelradierung sein, wo man also in eine Metallplatte mit einem Stilett, mit einem Griffel reinzeichnet und dann diese Rillen auffüllt und druckt. Und tatsächlich, was macht der Herr Hermann? Er macht einen Radierkurs und versucht auf diese Weise als Kaltnadelradierung dieses Bild darzustellen. Da habe ich jetzt die Überschrift vom Abbild zum eigenständigen Bild, von der Postkartenidylle zur Fotokunst. Man sieht also hier, sind wirklich ganz, ganz tolle Kompositionen und der Herr Hermann hat ein untrügliches Gespür für richtige Kompositionen. Schon bei der Aufnahme weiß er, wie das Bild wird. Und an dieser Stelle, wie kommt man zu sowas, wie kann man zu so einem Gespür gelangen? Und da zitiere ich immer den Bildhauer Marcel Mosch. Als ihn jemand gefragt hat, ja, wie lange dauert das mit dem Bild? Eine Woche, ein Monat, bis das fertig ist? Denn er malte seine Skulpturen herrliche Bilder. Hat er gesagt, ich bin jetzt 50 Jahre Künstler und so lang dauert es. Es fließt also die gesamte Erfahrung und die intensive Beschäftigung mit in die Bilder ein. Ohne das geht es überhaupt nicht. Sonst ist man bei der Knipserei und nicht bei der Fotokunst. Auch hier sind wieder Linien in Form von Bändern. Linien zeigen stets Bewegungen. Und in dem Fall ist der Titel Bleibach, da höre ich diese Bewegungen. Mit Pauken und Trompeten. Allerdings Pauken klingen zwar aus, und das sind mehr so Trompetenstöße für mich. Für Sie bedeutet das vielleicht ganz was anderes. Auch die Flächen können entweder statisch sein, monochrome Flächen, oder sie können, wenn sie verlaufen, in sich bewegt sein. Das ist also die Fotokunst von Herrn Hermann. Bei diesen Fotos sieht man ein Element, das der Herr Hermann immer wieder benutzt, und zwar sind für ihn Schatten wichtig. Schatten sind genauso wichtig wie beleuchtete Flächen. Man denke sich nur, man wüsste nicht, wie diese weiße Fläche verläuft. Verläuft die geradlinig und wird da rund? Nein, der Schatten gibt uns eine ganz genaue Auskunft über die Form von der weißen Fläche. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele Bilder, die sich mit dem Mittel Schatten, Löffel
befassen von ihm. Einen ganz winzigen Ausschnitt hat er von seinen Spiegelungen. Da gibt es also Spiegelungen von den Häusern in München, wo man wirklich verwirrt ist. Man sieht also weder, wo ein Haus anfängt, wo es aufhört mit Fensterfassaden, wo das beginnt und wo es aufhört. Und da hat der Hermann für sie ein Rätsel aufgebaut. Und den lasse ich sie allerdings allein. Und das Rätsel lautet, was ist Spiegelung, was nicht. Das können Sie sich ja noch rausfliegen, woran man das angeht. Es gibt einen riesigen Bereich von elektromagnetischen Wellen. Der geht von Radiowellen, die kilometerlang sind, bis zu den ganz gefährlichen Gammastrahlen. Auf der anderen Seite, die ganz furchtbar kurz und tödlich sind. Unser wahrnehmbarer Bereich von Licht heißt sichtbares Licht und ist benachbart von zwei Spektren. Das ist einmal das wohlige, warme Infrarot und ist das UV-Licht, das bei uns den Sonnenbrand verursacht. Da wird allerdings durch die Atmosphäre nur 5% durchgelassen. Das sichtbare Licht, das ein winziges Spektrum davon ausmacht, ganz ein winziges Spektrum von den elektromagnetischen Wellen, ist eigentlich gar nicht sichtbar. Ich sehe das Licht überhaupt nicht, das von dem Strahler ausgeht. Keine Ahnung, das ist auch nicht sichtbar, das Licht. Ich sehe das Licht erst, wenn es auf das Objekt trifft. Das Objekt reflektiert jetzt für mich rezipierbar das Licht. Objektfarben beschränken das Spektrum nochmals. Wenn wir zum Beispiel so durch den Wald spazieren und sagen, das herrliche Grün von den Bäumen und Blättern, ist das nur das Abfallprodukt, das der Baum nicht brauchen kann. Er schluckt das Licht, das er brauchen kann, das sind die roten und blauen Frequenzen und das Grüne, das Abfall, das reflektiert er für uns. Also, Objekte schlucken das Licht weg. Weiß enthält alle Farben. Und alle Farben enthalten die unzähligen Grautöne dazwischen. Es ist wie bei einem Dimmer, wenn man es dann runterdimmt auf Schwarz. Das Schwarz schluckt natürlich das komplette Licht. Und manche weigern sich, Schwarz als Farbe zu bezeichnen, deswegen, weil es der komplette Lichtschlucker ist. Wie banal und blöd wäre es das, wenn der Ernst Hermann seine Blätter grün färbt, wenn die grün werden. Wie banal ist es, wenn man ein Foto macht mit grüner Wiese, blauem Himmel und weißer Wolke. Das kann man wirklich vergessen. Aber Ernst Hermann lässt uns nicht nur in der großen Palette des sichtbaren Bereichs seine Werke kosten, sondern er zeigt uns Bilder, wie wir sie überhaupt nicht wahrnehmen können. Er hat also einen Infrarotfilm und dieser Infrarotfilm, der kann also Wärmestrahlungen abbilden. Wir kennen das von der Wärmebildkamera. Und der besondere Effekt ist dann, wenn der Himmel klar ist, geht da null Wärme aus, dann ist der Kohlrabbel schwarz. Wenn er ein bisschen bewölkt ist, sieht man schon, dass der die Schwärze nicht mehr hat. Dagegen die Blätter, die in der Sonne geschienen sind, die geben natürlich einen Haufen Wärme, reflektieren die und die sind schneeweiß dann.
Und das nächste Thema ist die Schärfe. Wenn ich im Garten von meiner Frau, die nicht umsonst Hildegard, Hüterin des Gartens heißt, Blumen fotografiere, dann nehme ich also meine digitale Kamera, mache die Blende ganz weit auf und fotografiere die. Dann selektiere ich nur dieses Objekt der Blume raus, alles andere ist verschwommen und tritt in den Hintergrund. Das ist überhaupt nicht die Absicht von Herrn Herrmann. Bei Herrn Herrmann sind alle Teile gleich wichtig und gleich an der Komposition beteiligt. Er nimmt also eine ganz kleine Blende zum Fotografieren, was natürlich bedeutet, dass er ewig lange Belichtungszeiten hat. Und wenn man ihn so durch die Gegend laufen sieht, dann schleppt er seine Fotoausrüstung und sein Stativ, weil ohne Stativ geht sowas überhaupt nicht. Und wenn Sie jetzt die Bilder da anschauen, sagen Sie, der Herr Paket, der spinnt. Wo ist denn da eine Schärfe? Sie müssen jetzt ein bisschen rumkommen. Die sind alle unscharf. Was macht er denn da, der Gängermann? Das sind jetzt nämlich die Bilder, Fotos extra pur. Er reduziert also beim Fotografieren jetzt auch das Gerät bis auf ein Minimum. Er wird Ihnen hinterher seine Pinhole-Kamera, also seine Lochkamera zeigen, die ein winziges Loch hat und dahinter ist das Filmmaterial, sonst ist da nichts da. Das Loch kann aber nicht so winzig sein, dass nur ein Lichtstrahl durchfällt. Es fällt immer ein Bündel durch, sonst müssen wir wochenlang, monatelang belichten und hätten noch kein Ergebnis. Es fällt ein kleines Bündel durch, obwohl die Öffnungen sehr, sehr winzig sind, also ein Nadelstich. Und dafür hat es einen gewaltigen Vorteil dieser Bilder. Erstens braucht man nichts dazu, außer der Schachtel mit Loch. Und zweitens sind die vollkommen linientreu. Es gibt keine Optik, die einen Lichtstrahl irgendwie knickt oder reflektiert oder irgendwie verändert, sondern der fällt schnurgerade durch das Loch hinten auf das Fotomaterial. Deswegen sind die Linien in der richtigen Proportion, in der richtigen Länge. Bei diesen Bildern ist der Zeitfaktor ungeheuerlich wichtig. Der Herr Herrmann besucht, das ist sowieso da oben bei, ich liege irgendwo in der Nähe, besucht solche Plätze täglich, wenn er mit seinem Hund spazieren geht, immer wieder, bis er geeignete Zeit findet, um die zu fotografieren. Und in dem Fall, hat er gesehen schon, der Raureif zaubert also hier ein Bild, das ich gern haben möchte. Auch an der Donau formt das Wetter die Bilder mit. Er geht da hundertmal mit seinem Hund spazieren und dann sagt er, er fotografiert den Nebel. Und die Leute sagen, ein bisschen narisch im Nebel fotografieren, wir machen sowas. Aber dieser Nebel macht bei diesen Bildern den absoluten Reiz aus. Und das ist nicht wieder wie bei den Spiegelungen einfach derselbe Abzug umgedreht, sondern die sind zwei verschiedene Seiten von demselben Ufervorsprung. Der Zeitfaktor spielt auch mit diesem Bild extrem mit. Das ist also in Regensburg. Da hat der Herrmann stundenlang gewartet, bis das Licht so war. Nein, das stimmt nicht ganz, ich bin viermal hingefahren.
Er ist viermal hingefahren. Jedenfalls hat er sehr, sehr lange gewartet, bis das Objekt so war, dass es im Wert war, das abzunehmen. Und jetzt machen nicht alle Bilder, sondern nur noch diese da, das da vor allem. Und zudem habe ich die handwerkliche Meisterschaft als Titel gewählt. Keine künstliche Intelligenz, kein Algorithmus von einem Bildbearbeitungsprogramm spielen bei diesen Bildern mit. Die Bilder werden nicht einfach ausgedruckt, wenn man also eine Massenproduktion machen kann, wenn man einen guten Drucker hat, sondern statt der künstlichen Intelligenz verlässt sich der Herr Hermann auf seine eigene Intelligenz und ruht nicht eher, bis das Bild so ausschaut, wie er will. In dem Fall mit dem Handwerk in der Dunkelkammer. Ein ursprünglicher Abzug hat beispielsweise da einfach helle Löcher ergeben. So etwas wollte er nicht. Er wollte den Raum geschlossen. Und dann hat er nicht geruht, bis diese Fensterscheiben, Metalle da sind und der Raum wirklich den Eindruck gibt, den er haben wollte. Zudem, man kann sich denken, ist jedes Foto ein Unikat. Wenn man zwei Abzüge nebeneinander hält, unterscheidet sich einer vom anderen. Und ich kann das wirklich bestätigen. Der Ernst Hermann kommt Gott sei Dank sehr oft in der Galerie vorbei und zeigt mir oft zwei verschiedene Ausarbeitungen von Bildern. Und ich bin sehr, sehr geehrt, dass er mich da noch meiner persönlichen Meinung fragt. Diese Unikate sind auf Baritpapier abgezogen. Das heißt, dieses Papier ist nicht irgendein Foto, das verbleicht oder ein Druck, der verbleicht, sondern die Haltbarkeit sind weit über 100 Jahre. Ich wünsche Ihnen jetzt annähernd so viel Spaß, wie ich mit den Bildern und so viel Freude, wie ich mit den Bildern von Herrn Hermann habe und noch schöne Zeit jetzt bei dieser Ausstellung, die nur einen ganz begrenzten Bilderausschnitt zeigt. Dankeschön.